So, willkommen zurück. Heute gibt es mal eine ganz, ganz, ganz kurze Folge. Diese Folge wird auch rein gar nicht technisch sein, denn heute melde ich mich nur bei euch, weil ich gerne eure Meinung mal hätte. Und zwar, wie ihr alle wisst, machen wir immer den ersten Freitag im Monat bei uns im Ladenverkauf lange auf. Zusätzlich lese ich ständig unter den Videos in den Kommentaren, ob es irgendwann mal wieder so eine Tuning-Talk-Runde gibt, wie ich Ende 2017 gemacht hatte. Und deswegen kam uns jetzt die Idee, ob wir nicht immer, wenn wir freitagabends offen haben, also den ersten Freitag im Monat, also morgen, in unsere Abendplanung eine kleine YouTube-Live-Runde etablieren. Das heißt, wir hatten uns überlegt, wir würden einfach nur die Kamera aufstellen, würden zwei Sitzplätze hier hinpacken. Entweder sitze ich in dem Moment hier oder mein kleiner Bruder oder Marius oder René oder. Und neben uns kann jeder, der will, einfach Platz nehmen und was in die Kamera sagen. Wir würden das Ganze schon unter verschiedensten Themen machen. Das heißt, man könnte zum Beispiel einmal das Thema der Tuning-Beichtstuhl oder Jugendsünden oder irgendwas in der Richtung bringen. Und deswegen seid ihr jetzt gefragt. Es wäre geil, wenn ihr mir ein bisschen helfen könntet, weil ich bin mir bei der Idee noch nicht ganz so sicher. Normalerweise bin ich mir bei meinen Ideen immer sehr sicher. Hier ist es allerdings so, dass es für mich wieder schon nochmal eine Verpflichtung mehr wäre, weil wir würden dann in Zukunft jeden Freitag, wenn wir hier offen haben, einmal live gehen. Das heißt, das Ganze muss man sich schon gut überlegen und deswegen könnt ihr bitte jetzt in die Kommentare ballern, ob ihr Bock auf sowas hättet, wenn ja, was für Inhalte ihr gerne hättet oder wenn ihr noch eine ganz andere tolle Idee habt, könnt ihr die natürlich liebend gerne auch in die Kommentare ballern, sodass wir am Ende wissen, wie ihr euch einen Freitagabend vorstellt. Und dazu, das Ganze funktioniert natürlich nur, wenn dann auch ihr ins Spiel kommt und hier vor Ort euch natürlich neben mir hinsetzt und fleißig in die Kamera redet. Also, ich bin gespannt, was ihr dazu sagt und wir sehen uns morgen Abend bei Arlos ab 18 Uhr.